Hallo zusammen, in dieser Produktvorstellung geht es ums Futter und speziell um unsere verschiedenen Biskuitmehle. Alle Mehle wieder so verpackt, immer im 1-Kilo-Beutel in der Best Catch Pro Futter Range. Zu den Mehlen selbst: Wir haben den klassischen Vanillebiskuit, den Erdbeerbiskuit sowie den Schokobiskuit, sowie für alle Farben dann was dabei. Hier den hellen, wie ihr sehen könnt, Vanillebiskuit. Dann kommt der rötlich gehaltene Erdbeerbiskuit sowie der dunkel gehaltene, einfach um euer Futter auch zum Beispiel abzudunkeln, der klassische Schokobiskuit in der dunklen Farbe. Wenn ihr die mit Wasser anmischt, am besten am See anmischen, dann werden die immer von der Farbe her noch etwas dunkler, speziell der dunkle, der Schokobiskuit, nur als Tipp, als Info. Für was man den Schokobiskuit benutzt? Oder den Vanillebiskuit oder Erdbeerbiskuit, je nach eurem Geschmack. Das sind ideale Köder für das Brassenangeln und Karpfenangeln. Und das Besondere hierbei einfach: Sie sind sehr aromatisch, sie haben einen sehr hohen Fettgehalt und Zuckergehalt, da sie einfach aus Kekse hergestellt werden und riechen einfach genial. Ihr kennt ja das, wenn ihr in so eine Kekspackung reinriecht. Und genauso riechen die verschiedenen Biskuite auch, da sie aus Kekse aus der Lebensmittelindustrie hergestellt wurden. Das Besondere: Ihr könnt die Biskuite in euer Grundfutter mischen, um es einfach zu strecken bzw. um die Konsistenz des Futters zu verändern. Der Biskuit ist einfach sehr klebrig und hat eine hohe Bindung. Wenn ihr ein normales Grundfutter nehmt, dann könnt ihr zwischen 10 und 40%, je nach Angelbedingungen, was ihr machen wollt, wie tief, in welchen Gewässer angelt, 10 bis 40% von Biskuit, je nach eurem Geschmack, hinzugeben. Das Futter wird einfach schwerer, das wird noch intensiver vom Geruch, sowie einfach, es klebt stärker und hat eine stärkere Bindung. Somit könnt ihr auch Futterkörbchen einfach weiter werfen. Oder wenn ihr Kugeln macht und in tieferen Gewässern angelt und ihr habt mehr Biskuit drin, dann sind die einfach fester und öffnen sie ihr schon Gewässergrund und nicht schon Mittelwasser. So zur Verwendung. Zusätzlich zieht es einfach extrem Karpfen, Schleien, Brassen. Für diese Fischarten ist es einfach ein ideales Futter bzw. eine Zugabe, um euer klassisches Grundfutter zu strecken. Natürlich könnt ihr das klassische Grundfutter einfach so angeln, aber gerade wie erwähnt, durch die verschiedenen Tipps, dass das Biskuitmehl hat, speziell die Klebekraft und Bindekraft, ist einfach eine ideale Ergänzung. So wie natürlich der super Geschmack, das süße Futter gerade im Sommer ideal. Zusätzlich, wie ihr hier sehen könnt, könntet ihr natürlich auch noch Partikel im Futter zugeben. Und wenn ihr Partikel zugebt, um größere Partikel habt, um einfach die Bindekraft zu erhöhen, dadurch einfach ein bisschen mehr Biskuitmehl dazu rein und das Futter wird klebriger. Ich hoffe, ich konnte euch unsere Biskuitmehle kurz vorstellen. Erhältlich bei eurem Tackle-Dealer, immer in dem Design in einer 1-Kilo-Tüte. Viel Spaß am Wasser, Petri Heil und dicke Fische.